Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Let's Plays. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Folge vom Zahnarzt-Simulator 2020. Vier Zähne brauche ich noch, um meinen Spind aufzufüllen mit lauter tollen Zähnen. Und es ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, genau so, dass ich drei habe. Drei. Nein, nicht vier, sondern drei. Das ist ja wirklich voll das... vier. Es ist ja wirklich das Spektakel hier. Der tut die ganze Zeit hier mit diesem Ding da rumspielen. Das findet der total geil. Okay, ich lasse ihn. Warum nicht? Soll er, wenn es ihn glücklich macht. So, ich habe jetzt hier in der letzten Episode diese schöne kleine Plattform hier gebaut und dann natürlich auch dieses Tauchdock. Ich finde es total geil. Ich habe das alles noch nicht so ganz durchschaut. Also was bringt jetzt zum Beispiel diese Plattform? Also Stabilität, das habe ich verstanden, ja. Aber was das jetzt genau im Detail bedeutet, keine Ahnung. Ansonsten, ja klar, ich habe hier alles schön beisammen. Und das finde ich auch cool. Und deswegen kann ich jetzt hier meine vier Zähne erstmal abladen. Dann kann ich was trinken. Dann kann ich was essen. Kann ich den einfach so essen? Ja. Verrottend. Ja, nee, verrottend, das esse ich jetzt nicht. So. Das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, was ich sonst noch bauen kann. Also ich habe ein Medikit, ich habe einen Communicator, ich habe einen Fabricator. Was fehlt mir jetzt noch so von den Innereien? Klar, den Bioreaktor, den kann ich aber nicht bauen. Was war denn noch? Fabricator? Communicator? Wandspind? Ah, Batterieladestation. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Also, ich brauche Kupfer. Und ich brauche Silber. Und zumindest glaube ich das. Stimmt es auch, was ich hier erzähle? Ja, ich brauche einen Kupferdraht und ich brauche einen Kabelsatz. So, war das nicht so, dass der Kupferdraht aus zweimal Kupfer erstellt wird? Tada! Und der Kabelsatz aus zweimal Silber. Tada! So, das war's. Jetzt kann ich mir eigentlich schon eine Batterieladestation bauen. Ja, auch einfach so direkt daneben bauen, oder? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, ich glaube, das mache ich. Das ist cool. Das ist lässig. Will ich haben. Okay. Wo sind meine alten Batterien? Jetzt kann ich Greta glücklich machen. Verdammt, wo sind die Batterien? Die sind im Spind. Hier. Da. Jetzt kann ich die da aufladen. Ist das richtig? Wenn ich jetzt die da rüber werf? Anlegen. Ja, Wahnsinn. Oh, guckt euch das an. Das funktioniert ja wirklich. Gut, ist ein bisschen blöd mit dem Vorbeikommen und so. Ja, egal. Das ist schon cool. Das ist schon lässig. Cool. Was habe ich euch da drüben reingeworfen? In den Spinnen habe ich irgendwie... Der, guckt euch das an. Ich habe den total stiefmütterlich behandelt hier. Blei wollte ich rein tun. Mittlerweile habe ich keins mehr, ne? Habe lauter Plattformen da unten gebaut. Alles weg. So, was habe ich jetzt noch am meisten? Gold. Nee, Lithium. Ja, dann nehme ich erstmal ein bisschen Lithium. Pack das hier rein, damit ich einfach ein bisschen Platz habe. Ja, voll der Ordnungswahn. Ja, ich weiß, aber... Da muss ich durch. Also ihr vor allem, aber ich auch. Wir alle zusammen. So. Cool. Damit habe ich das gemacht. So, jetzt muss ich in dieser Episode oder der nächsten, und da bitte ich einfach um Nachsicht, ich muss jetzt leider echt noch ein bisschen aufräumen. Ich muss von drüben die Sachen holen, weil ich habe mir ja durchaus Mühe gegeben, die ganzen Sachen einzusammeln. Und jetzt will ich die natürlich ungern einfach nur so dort zurücklassen. Ich würde schon gerne alles bei mir haben wollen. Also düse ich jetzt immer so hin und her. Klar, ist jetzt ein bisschen öd, aber wir können ja uns über das ein oder andere Thema unterhalten, zum Beispiel über SpongeBob, das geht immer. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich schon SpongeBob gucke, aber das geht auf jeden Fall schon ziemlich lang. Und, oh, jetzt habe ich den eingepackt, aber ist egal. Und ich weiß gar nicht, was es ausmacht bei mir, was ich so geil finde, aber ich glaube, es ist einfach nur dieser Humor. Dieses total bescheuerte, irgendwie auch kindliche,
völlig sinnlose teilweise. Ja, diese völlig sinnlosen Geschichten, Rahmenhandlungen, das ist alles sowas von überzogen. Und trotzdem steckt aber irgendwie immer noch was drin, was ich persönlich einfach lustig finde oder was ich halt gerne so mitnehme in den Tag. Und ich liebe das. Das ist richtig geil. Deswegen schaue ich das echt gern. Manchmal gibt es ja auch so auf Nickelodeon, da gibt es dann so um Weihnachten herum, habe ich das schon ein, zwei Mal erlebt. Da gibt es so ganze so Thementage, sage ich mal. Kommt die ganze Zeit nur SpongeBob. Ich feiere das so hart, Leute. Ich gehe da so ab. Ich habe das schon mal aufgenommen. Ja, ich habe so einen HD-Recorder. Ich habe das alles mal aufgenommen. Ja, fett. Ich schaue es dann natürlich auch irgendwann mal an. So, von Zeit zu Zeit. Ich finde es echt geil. Oh, was ist denn das? Was liegt denn da drin? Jetzt habe ich nur so aus Neugier einfach mal in dieses Loch geguckt. Da liegt doch irgendwas drin, oder? Riesenröhrenkoralle. Hä? Hatte ich die nicht irgendwie schon die ganze Zeit so irgendwie mal? Oder wächst die hier so quasi durch? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So. Ja, jetzt könnte ich natürlich hier voll eskalieren mit dem Bauen. Das mache ich auch. Aber erst liefere ich die Sachen ab, die ich habe, die abzuliefern sind. Na, du sollst da raus und nicht wieder rein. Hallo! Was ist mit dir los, Junge? Bist du ein bisschen übermotiviert, oder? Lithium habe ich gerade keins mehr. Nee, ich habe aber noch Titan. Und, ich habe was mitgenommen. Was zum Naschen. Beziehungsweise was trinken. So! Ja, diese Thementage auf Nickelodeon, die feiere ich dann ganz hart. Das sind dann irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 5 Stunden am Stück, wo sie im Prinzip nur SpongeBob zeigen. Und ja, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, das ist wirklich lässig. Meine Lieblingsfigur ist auch, ich glaube, SpongeBob selbst, aber natürlich auch Patrick. Klar, das ist... Das ist einfach so sinnlos. Vor allem dann diese Fahrstunden, wo er immer versucht, diese Prüfung zu bestehen, aber es dann doch irgendwie nie schafft. Geil. So. Ja, gut. Jetzt könnte ich eigentlich mal die Gelegenheit nutzen. Das schmeiße ich einfach mal. Da mache ich jetzt einen Mülleimer draus. Aus dieser Riesenkoralle hier, mein Mülleimer. Deswegen tauche ich hier kurz ein. Und dann mache ich mein Inventar auf. Und jetzt hatte ich doch hier irgendwie, genau, verrottenden Fisch. So, der Rest ist gut, ne? Ja, der Rest ist gut. Gepökelt oder noch frisch genug. So, jetzt gucke ich mir das an. Ist der Fisch jetzt auch da drin geblieben? Nee. Hä, wo ist er hin? Glubschi, komm mal her. Dich kann man immer gut gebrauchen. So. Oh, diese Erweiterungsmodul. Hallo? Okay. So, jetzt wollte ich ja noch ein bisschen was bauen, deswegen kann ich ja mal ganz kurz gucken, was ich noch so bauen könnte. Jetzt geht es natürlich um sowas hier. Was ist dieser Scannerraum? Luke. Glassegment, das würde ich ja auch gerne mal bauen. Es sieht bestimmt geil aus. Das will ich haben. Haben will. Vielleicht baue ich mir da oben so ein Glassegment hin. Jetzt habe ich da aber überall so Schränke hingebaut, ne? Das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Kleiner Denkfehler, oder? Oder ist die Seite noch frei? Ich habe auf einer der beiden Seiten habe ich halt voll viel gebaut. Ja, okay. Das mit dem Aussteigen, das müssen wir nochmal so ein bisschen machen. Oh, ich habe Glück gehabt. Das ist genau die richtige Seite. Auf der anderen Seite kann ich aber nichts mehr bauen. Gut, darüber geht noch was. Sag mal, piepst das? Ist das er? Nee. Das, die ganze Station piepst. Okay, Glas war das Thema, gell? Glas. Heißt, ich brauche Quarz. Quarz habe ich eingesammelt, wir erinnern uns. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen Glas konstruieren. Cool. Jetzt gehe ich raus. Oh nee, nicht so raus, aber so raus. Dann baue ich mir hier so ein Glaselement hin. Nee, jetzt habe ich das Falsche gebaut, gell? Oder? War das richtig? Das war schon richtig, aber irgendwas passt nicht. Hä, was passt denn jetzt nicht? Moment mal. Zweimal Glas. Habe ich nur einmal Glas produziert? Kann es sein? Grrr.
würde gerne dieses Glaselement bauen und dann direkt im Anschluss so einen Scannerraum. Könnte man zumindest mal probieren, damit ich mal weiß, was das ist. Wo ist eigentlich Botilein? Hä? Was ist mit Botilein passiert? Ah, hier. Ich bin völlig verwirrt. So. Also. Ai. So, ich würde jetzt ganz gerne nochmal. Was ist denn das hier eigentlich? Aber Quarz hat sie keinen. Nicht wirklich. Und hier sind wir schon ganz in der Nähe von dem Wrack. Ja, hier gibt's. Ich glaube, jetzt in der unmittelbaren Umgebung gibt es unheimlich viel zu erkunden. Das habe ich schon verstanden. Ich hatte gerade wieder einen Fisch angeditscht. Ja, ganz leicht erschrocken. Aber hier gibt es irgendwie keinen Quarz. Da liegt da irgendwie. Ach, das ist eine Box. Ist aber immer was drin, ne? Meistens zumindest. Jetzt gerade glaube ich nicht. Okay. Quarz. Ich brauche Quarz. Hallo, ich würde gerne ein Glaselement bauen. Oh. Ja. Schau mal. Geht's dir gut, Junge? Hab ich in Ruhe. Jetzt kein Quarz. Das kann ich vergessen. Quarz hatte es ja zuletzt so eher so in Höhlen, ne? Und so diese Korallen. Mal gucken, ob ich irgendwo. Wachsen diese Ressourcen eigentlich nach? Ich bezweifle das. Ich bezweifle das ein wenig. Hier hätte ich mir vorstellen können, dass ein bisschen Quarz ist irgendwo, aber. Nee. Das war ein Fisch, oder? Ich habe mein Boot trotzdem irgendwie beschädigt. Ich dachte ehrlicherweise, dass ich da gerade so ganz sauber durchkomme, aber ich habe mich getäuscht. So. Ja, irgendwie mit dem Quarz. Ein bisschen Salz. Nehme ich auch mal mit. Dann bin ich nicht immer so abhängig von irgendwas anderem. Allerdings mit dem Wasser ist ja auch noch so ein Thema. Aber gut, ja. Das mit dem Wasser ist ein Thema. Aber Themen habe ich genug. So. Wieder ein bisschen Salz eingesammelt. Da ist ein bisschen Schrott. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ich bräuchte ein bisschen Quarz. Leute, was ist da los? Ich glaube, ich suche irgendwie an der falschen Stelle. Da hat es doch hier so eine Koralle. Ist da noch ein bisschen Quarz drin? Nein. Da? War das nicht die, wo ich auch was gesammelt habe? Boah, da kann ich sogar reinfahren. Da hat es auch Quarz. Yeah. Treffer. So, einmal raus. Bootilein fährt weiter. Dann hole ich mir den Quarz. Und den Quarz hole ich mir auch. Und da oben hat es noch irgendeinen Stein. Das machen wir auch gleich. Dann weiß ich, dass diese Höhle hier quasi erledigt ist. Dann nehme ich das Ding noch mit. Titan. Okay, hier hat es nichts mehr. Hier hat es irgendwie einen Seiteneingang. Was ist das? Oh, Quarz. Was für ein Zufall. Brauche ich gerade. So. So. Und so. Ja, mehr gibt's hier nicht. Scheinbar. Dann gehe ich doch mal zurück zu meiner kleinen Seemotte. Lalalalala. So. Cool. Also, dann kann ich jetzt ja einmal umdrehen. Ganz sanft. Und kann ja noch ein bisschen gucken, ob ich noch vielleicht das ein oder andere einsammle. Ich meine, ich bin ja gerade unterwegs, von daher. Könnte ich ja, easy peasy. Was ist denn das? Ach so. Ach, das leuchtet so komisch. Weil es noch nicht fertig gebaut ist. Ja, voll, das ist voll die Lightshow. Ist ja cool. Gut zu wissen. Kann man bestimmt mal taktisch gekonnt einsetzen. So. Ja, das hilft jetzt aber nichts. Ich muss erstmal reingehen und aus dem Quarz ein bisschen Glas machen. So. Hier mal. Zack, zack, zack.
So. Machen wir noch was zum Trinken? Was ist Ausrüstung? Was kann ich hier machen? Ach so, das ist diese Leitung, diese schwimmende Pumpe. Nee, das brauche ich nicht, oder? Ich wüsste jetzt gerade, keine Ahnung. Ich wüsste gerade nicht, wofür. Ich bin lieber raus und schnitz mir einen Glasübergang. Hier, genau. So. Konstruieren. Cool. Das ist ja echt lässig. Wie schaut es jetzt von innen aus? Muss ich natürlich gleich gucken. Gar nicht neugierig, ne? Lalalalalalala. Ja, das... Wow. Das ist natürlich viel schöner. Cool. Okay. Was brauche ich jetzt für diese... Für den Scannerraum? 5x Titan. 2x Kupfererz. 1x Gold und eine Tischkorallenprobe. Eigentlich müsste ich so ziemlich alles haben, wenn ich das hier so sehe. Also. Gold. Kupfer. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich habe natürlich schon wieder vergessen, wie viel von was, aber egal. So, dann hole ich mir ein bisschen Titan. Und jetzt würde ich einfach sagen, gucke ich nochmal schnell rein. Aha, also das obere habe ich genug. Jetzt brauche ich noch die Tischkorallenprobe. Da habe ich ja welche abgeschnitten, aber dann konnte ich keine mehr... Keine mehr... Da ist doch eine. Yeah. Cool. Alles klar. Ich wollte sagen, ich konnte keine mehr irgendwie wegsichern, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe es ja doch gepackt. So. Da muss ich hin. Wow. Legt er sich gerade mit meinem Boot an? Finde ich nicht cool. Ist mein Boot hier dann kaputt? Ja, kaputt nicht, aber es wird auf jeden Fall auch nicht besser. Also gut. Ich hole mein Boot hier dann mal lieber rein. Dann kann ich es nämlich auch reparieren. Repariert sich das auch? Ich muss das mal checken bei Gelegenheit. Ich sehe auch gerade, meine Energie in der Station beträgt jetzt nur noch 50 von 75. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es ist natürlich auch zappenduster. Und zappenduster und Solartechnik, das ist nicht das, was man sich so denkt. Aber wahrscheinlich baue ich jetzt diese Scannerstation. Wer weiß, wie viel Strom das Ding verbraucht. So, wie viel... Echt jetzt? Hä, muss ich das noch irgendwie drehen? Ah, jetzt. Ja, wäre natürlich schon sinnvoll, wenn man irgendwie den Eingang in die richtige Richtung baut. Kann ich das einfach so dahin kredenzen? Oder muss ich wieder eine Plattform bauen? Ich habe jetzt halt Angst, dass ich schon wieder irgendwas baue und nachher passt wieder keine Plattform hin. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man... Klar, okay, ja, dass man die Plattform nicht nachträglich da hinsetzen kann. Aber jetzt baue ich erstmal den Scanner drauf. Dann kann ich mir das nämlich mal angucken, was das überhaupt ist. Doing. Minus 1 zur Höhlenstärke der Basis addiert nun bei plus 5. Ja, auf jeden Fall sieht das ganz cool aus. Ich bin beeindruckt. Bin wirklich beeindruckt. Ein Stein schwimmt neben meiner Station. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder beängstigend, aber auf jeden Fall ist das alles gar nicht schlecht. So, und jetzt gehe ich mal in meinen frisch gebauten Scannerraum. Erstmal natürlich heroisch durch den Glasgang. Sehr schön. So, hier ist die Scannerstation. Oh, was ist das? Fabricator. Ah, da kann ich jetzt Erweiterungen quasi für den Scannerraum bauen. Scannerraum-Reichweitenmodul. Diamant. Nee, Magnetit. Glas, Titan, Computerchip. Das kriege ich hin. Die Kameradrohne. Eine steuerbare Kamera. Ist ja geil. Scannerraum, Sichtfeldchip. Magnetit, schon wieder dieses Magnetit. Scannerraum, Beschleunigermodul. Silbererz und Gold. Dann geht es halt schneller. Oder? Wahrscheinlich. Und hier kann ich dann die Sachen reinstecken. Ja, genau. Erstmal bauen und dann.
Ich werd die vielen Geräusche in der nächsten Episode fortsetzen. Ich muss irgendwie rausfinden, wie der Scannerraum funktioniert und was ist das mit der Kamera? Kamera steuern. Finde ich gut. Grund genug, an dieser Stelle einen Cut zu machen. In der nächsten Folge alles über den Scannerraum. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.